Hallöchen, ihr Mumien, und willkommen zurück bei Let's Play Together The Forest. Marco und Destroyer sind auch mit am Start und wir haben gerade... Hi, wir haben Besuch. Und es geht schon wieder actiongeladen los. Es geht brandaktuell weiter. Hast du das Feuer angezündet? Folge geendet hat. Also, falls ihr nicht gesehen habt, was in der letzten Folge passiert ist oder was ihr wissen wollt, wo es geendet hat, dann guckt euch die Folge an. Scheiße, hilf mir. Ich muss mich heilen. Ich hab die Feuer angezündet auf jeden Fall wieder. Vorsicht! Oh, was? Ich komm nicht mehr aus dem Menü! Oh, Hilfe, ich lieg am Boden, ich bin tot! Ja, du bist tot, Marco, beleb ihn doch wieder. Beleb mich wieder. Ja, warte. Komm, schnell. Oh, ich hake gerade, ey. Danke. Boah. Okay. Ey, ich bin beim Medizinfressen gestorben. Das Gute ist, ich habe jetzt volle Medizin, volle Gesundheit. Aber ich habe Hunger, ich muss mal kurz den Waschbär, den ich getötet habe. Hat jemand essen. Den Effigy jetzt endlich? Nee, hat endlich keiner. Nee, ja, aber ich muss essen, ich muss unbedingt essen, ich verhungere. Leute, wir haben hier Leichenschmaus vor der Tür. Alter, Falter. Ich glaube, wir müssen die Leichen irgendwie loswerden, sonst kommt immer mehr Kannibalen. Ja. Voll, ja, die, weil die essen, die nehmen das voll so als Zwischensnack, weißt du? Das ist wie McDrive für die, weißt du? Die kommen hier an und schnabulieren ihre Freunde auf. Wenn sie uns wenigstens Geld dafür geben würden, weißt du? Ja, weißt du, wir bereiten das Essen zu und die kommen einfach und bedienen sich. Ja, so das läuft das aber hier nicht in der freien Marktwirtschaft. Wo kommen wir denn dahin? Wo kommen wir denn dahin, wenn wir alle so leben würden? Ja. So, oh, ich habe gegessen. Schön. Und einen Kopf gefunden. So, ich werde mal... Die Dame hat aber ein schönes Halsband. Nee, ihr hat schon jemand den Kopf abgeschlagen. Und ab mit dem Kopf. Oh, jetzt hat sie einen Männerkopf. Ich verlagere die Leichen mal ins Wasser. Okay. Die Frau hat auch keine Genitalien. Das ist bei ihr wie eine Barbie-Puppe. Das ist auch vollkommen okay. Wir sind ja hier im Paralleluniversum. Ja, sie haben nur Nippel. Hier haben die Menschen anscheinend keine Genitalien. Ist okay. Ist normal. Ist ganz normal in dieser Welt. Das ist ganz normal. Das die vermehren sich ja auch durch... Richtig. Die wachsen in Schoten. Das ist wie mit Blumen. Luftbestäubung. Die schütteln sich und dann fliegen so Hautschüppchen ab und die anderen kriegen diese Hautschüppchen ab und damit... Leute, wir haben hier voll die Möwenproduktion. Möwenproduktion. Ja, das hatte ich vorhin auch. Warum kann ich nicht laufen? Weil du vielleicht keine Ausdauer mehr hast. Wie kriege ich die wieder? Das habe ich dir... Indem ich was trinke, ne? Was trinke oder was isst. Ah. Oder wir können ja auch noch, wenn du noch eine Bank baust, dann kannst du dich auch auf der Bank ausruhen. Aber ich sorge jetzt erstmal dafür, dass sie... Sind hier noch irgendwo Leichen am Strand? Ja, hier ist noch eine. Ja, ganz viele. Hier ist noch eine Leiche. Ja, die werfen wir alle ins Meer, ne? Ich glaube, die gehen nicht ins Meer fressen. Obwohl, die können ja... Die laufen immer unterhalb des Wassers, aber mal gucken. Ja, die läuft mitten ins Wasser rein. Er setzt sich ins Wasser rein und frisst die Leichen. Ist okay. Ja. Solange er uns in Ruhe lässt, ist es okay. Ja. Können wir gerade noch so akzeptieren. Ja. Ich habe das Gefühl, bei mir ruckelt es ein wenig. Falls das so ist, Leute, dann tut's mir leid. Bei mir nicht. Ist alles dufte. Ja. Ich habe ja auch voll den Ultra-Hardcore-Gaming-PC, ja. Bei mir darf gar nichts ruckeln. Damit hat das aber gar nichts zu tun. Das ist bei mir, seit ich rausgetappt bin, so. Ja. Ich bin zwischendurch halt raus und da... Und seit du rausgetappt bist, Alter, leck ich auch jetzt nur noch die ganze Zeit. Ah, wahrscheinlich, weil du der Host bist, ist es ein bisschen anders. Baum, Nut, Falle. Ja, ich bin ja nicht rausgetappt, ich kann es nicht sagen. Ja, weil es bei dir stabil läuft und bei uns nicht. Ach so. Ui, ich sammle jetzt erstmal Steine, Leute. Steine. 3 Bilder pro Sekunde oder so hab, so ist es jetzt nicht. Aber... Hast du mal Steine für mich? Das finde ich voll knorke von dir. Wenn du mal ein paar Steine an Land bringst hier, damit das Effigy fertig ist. Ey, Möwe, Alter, was soll das? So. Komm mal klar. Wir hatten die Koffer bei den Haien geöffnet. Bei den Haien? Ich. Wo ist der andere Baumstamm? Da ist der andere Baumstamm. La 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 la. Lass uns singen! Ja! Nein! Wie ein verkackter Disney-Film. La 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 la. Ich trage Baumstämme. Oh Gott. So. Und es war schon wieder Plink-Ploing bei mir. Ja. Wer möchte denn jetzt was von mir? Wer will mit mir spielen? Wer will mit mir Möwen töten erstmal? Ach so, weil der unter Wasser. Weil der natürlich ja unter Wasser wieder am Fressen ist, der Penner. Ich sehe den, der sitzt da unter Wasser und frisst. Das ist super. Ein Traum. Endlich Atem.
Ja, kein das Problem. Ist unendlich Atemmann. Geil. Warte mal, ich habe eine Idee. Geil. Kann ich denn schon. Kann. Nein, doch. Warte. Nein, ich hänge! Fliegt mir dann Kopf. Was brauche ich denn noch dafür? Wieso kann ich den Kopf denn nicht mehr mitnehmen? Das ist ja voll blöd. Ich wollte noch einen Kopf mitnehmen. Also das. 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 Ah, du blöde Möwe. Hopp! Das wäre jetzt geil gekommen, wenn die. Wenn ich voll den Möwe weggezimmert hätte. Hier, da rollt der Kopf. Der macht so seine Runden. Ich verdammt! Ich stehe schon seit Stunden. Und Scheiß! So meine Runden. Ich habe gerade versucht. Ich habe gerade eine Bombe gebastelt und ins Wasser geworfen, aber ist leider irgendwie von dem Kannibalen abgetrieben, die Bombe, und weiter hinter ihm explodiert. Der frisst munter weiter. Wir haben hier ein ungeklärtes Hai-Sterben. Oh. Den kann ich ja rollen, ist das geil. Jetzt hat er sich eingerollt. Jetzt ist er traurig. Jetzt wieder. Und jetzt tanzt er. High five! Jayla. Ja, ich hab grad meine Own Party hier. Du spielst gerne mit toten Fischen, ne? Ja. Kannst du die Toten nicht einfach mal ruhen lassen? Als Sushi, weißt du? Ach so, ja. Sieht ja auch noch sehr gesund aus, das Fleisch. Die Möwen stimmen mir zu, die sind dabei. Whee! Und jetzt hier wieder. Rup, rup. Oh, jetzt bin ich auf dem Hai, geil. Wow, oh. Der dance mit mir. I'm the dancing. Die Ausdauer Hai. Geht echt schnell runter, ey. Das ist zum Kotzen. Hallo, mon Dieu. Was ist los mit deinen Augen? Die sind weg. Was redest du da eigentlich die ganze Zeit? Ich spiele mit meinen Freunden. Guck mal, jetzt hat er hier, der macht jetzt Yoga. Mhm. Das ist der herabschauende Hund. Und die Möwe. Weißt du, ja. Wir sind hier produktiv, ja. Vorhin noch gesagt, lass uns mal was bauen, wir müssen produktiv sein. Und jetzt gehst du und spielst ernsthaft mit den toten Fischen rum? Ich habe Steine besorgt, okay? Wow. Ey, sag mal, seit du unterwegs bist, versuche ich diesen einen Baum hier abzuhacken, ne? Ja. Echt? Ja, ich hake hier. Hier, schlag den Baum jetzt mal ab mit der einen. Ich weiß nicht, wo das Ende ist hier. Ich versuche hier den Baum schon seit einer halben Stunde umzunieten. Ja, ich habe jetzt den Effigy fertig gemacht. Gleich. So, ich war produktiv. Ja, nachdem du 10 Stunden mit dem Hai geflirtet hast. Ich brenne schon wieder. Bist du schon wieder so? Wo ist denn der Eingeborene? Ist das der hier? Ja, unter Wasser da direkt. Hier direkt? Ja, der müsste da eigentlich liegen. Oder ist er weg? Ich höre ihn knuspern. Ja, dann ist er da noch da. Ich habe ihn angegriffen. Man kann unter Wasser kämpfen? Ja, ich habe von oben aufgeschlagen. Ach, das geht unter Wasser? Ja, also ich war ja nicht unter Wasser, er war unter Wasser. Ja, aber du bist doch eben auch abgetaucht. Nö. Stand hier so. Das ist viel zu tief, um so. Darauf zu schlagen. Nö. So. Marco, geh mal weg. Nicht. Marco, geh mal weg, ich versuch's mal. Ja, versuch mal. Wieso geht denn das Feuer die ganze Zeit aus? Und er fällt bei mir. Na toll. Ich hau da mindestens 50.000 Mal drauf, Alter, so eine Kacke hier. Und ich komme mit einem Schlag. Ja gut, aber du hast... das Feuer immer wieder aus. Welches denn? Die Standfeuer habe ich keine... Ich habe doch Leaves. Warum macht denn der das nicht? Die gehen immer wieder... Warum kommen hier immer neue Koffer? Ich verstehe das nicht. Das ist voll Bug-Using irgendwie. Ey, ich finde das super. Ey, ganz ehrlich, wenn es das Spiel uns das gibt, dann warum nicht ausnutzen, ne? Na gut, wir machen jetzt die Hütte fertig, Leute. Genau, ja. Hauptsache, wir kommen weiter. So, ja. Wo waren denn jetzt hier die anderen Baumstämme? Oh. Dann müssten die liegen. Was? Oh, ein Schokoriegel. Achso, ich wollte Baumstämme. Ah, da vorne ist ein Baumstamm. Da vorne liegt ein Baumstamm, den schnapp ich mir sofort. Oh, hier liegt sogar... Hier liegt auch einer, hier, Marco, und du hier... Ja, ich seh's. Nicht, dass der ins Meer rollt. Ich bin schon doch. So, da fliegen die Späne. Die Späne. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne, Leute. So aber wird schon wieder halt. Dunkel hier oder was? Oh, da oben ist ein Zombie auf dem Berg oben, ne? Du mit deinen Zombies, aber ja, du lebst. Eingeboren. Zu viel DayZ gespielt, ne? Ja. Ja. Irgendwie will der Baum nicht mehr? Ja, ungefähr jetzt. 500 Stunden, ne? Bumm. Oh, guck mal, alles portioniert hier, die Baumstämme. Ach, also, das ist schön. Lobe ich mir das. Dann nehme ich mir auch mal gleich ein Häppchen Baum. Bedien dich, da kommt ein Eingeborener.
Soll er ruhig kommen, den Fäcke schmeckt. Naja, der geht jetzt ins Wasser gegangen. Ich hab ein böses Wort in den Mund genommen. Was hast du denn gesagt? Das F-Wort. Er hat Pfui gesagt. Nee, das böse F-Wort. Nein. Ich hab ja gar kein Essen mehr. Oh. Ich muss mir mal was holen, das ist ja. Wir müssen mir auch mal was raufhauen. Oh, Zombie! Untoter. Obwohl, nee, reicht, wenn ich eine Dose trinke. Ich muss nicht. Könnt ihr das Standfeuer irgendwie zum Brennen bringen? Warte, hier ist gerade. Das geht immer wieder aus bei mir. Brennt doch, ne? So. Ja, es geht aber noch kurze Zeit wieder aus. Also das Vorsicht, Jäger. Das Effigy geht eh immer aus. Das muss man immer wieder von vorne anzünden. Ich kann das Effigy auch gar nicht anzünden. Ah doch, jetzt ist es an. Bei mir ist es schon die ganze Zeit an. Nee, bei mir war es aus. Hey! So. Oh. Hallo, Schildi. Gib's zu, du bist ein getarnter Ninja-Turtle. Ja, jetzt bin ich immer ins Feuer gelaufen. Du isst doch die ganze Zeit Pizza, recht? Hab ich durchschaut. So, jetzt hole ich hier diesen Baum. Der sieht gut aus. Der sieht aus, als wäre er kräftig gewachsen. So 300 Jahre alt, den kann man mal schnell abholzen. Das ist doch gar kein Problem. Natürlich, natürlich. Aber der Eingeborene geht mir voll auf Eier. Ja, aber wir haben ja da so eine Fressfalle gelegt. Dann lassen die uns in Ruhe. So, ich habe den einen Oh, da ist noch einer. Habe ich das Gefühl, dass das wie so eine Ablenkung ist. Einfach eine Leiche hinlegen und dann snacken die das halt. Brauchen die sich auch auf die Leichen, wenn die snacken? Fragen über Fragen. Das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Baum, entscheide dich. Ich hab grad, ich kämpfe hier voll mutig gegen die eingeborenen Kannibalen. Und mein Stuhl macht mir schon wieder Ärger. Ach Mensch, so muss das sein. Vorsicht. Komm her, Freund, komm. Komm her, ich will kämpfen. Ich bin hier voll der Schlechter, ey. So, okay, Freundchen. Die Hütte nimmt langsam Gestalt, dann habe ich das Gefühl. Ups. Rüber da. Na, komm, Kopf ab. So. Ich habe erfolgreich getötet. Ich fühle mich stark. So. Ich bin stolz auf dich. Ja, danke schön. Ih, man kann hier hinten auch durch, ne? Das müssen wir auch mal absichern. Kommt eine Wall hin. Aber von hinten kommen kaum welche. Nicht von hinten, von der Seite. Von der Seite? Mhm. Ja, hier kann man durch. Ja, ich sehe es gerade nicht, weil ich gerade am Baum hacken bin. Oh, diese dünnen Bäume, dass die immer so lange brauchen. So, jetzt. Bumm, schon wieder ein Koffer. Ich habe ja schon erklärt in einer der letzten Folgen, dass es die Kofferpflanzen gibt. Ja, eben, ja. Das ist eigentlich total normal, dass die hier immer wieder nachwachsen. Das ist kein Bug. Nein, das ist gewollt. Das ist Realismus pur. Absperr. Weil, was keiner weiß, diese Kofferpflanzen gibt es ja auch in der Realität eine Möglichkeit, aber die werden von der Industrie natürlich geheim gehalten, damit wir schön Kohle damit machen. Ja. Mit dem Verkauf von Koffern. Hey, Schnucki, komm mal her, Schnucki, komm ins Feuer. Du bist angegriffen. Ja, ich merke das schon. Oh, die beiden kämpfen gegen sich selbst. Ist ja geil. Ja, geil. Häusliche Gewalt. Yay. Oh, er hat sie. Eine heftige Rechte. Eine starke Linke. Sie ist schon tot. Und ich habe ihn getötet. Und der Waschbär läuft einfach weg. Der konnte das nicht mehr mit ansehen. So. Verzweifelt. Oder warte mal, vielleicht lebt sie? Nee, sie lebt nicht mehr, okay. Hätte sein können, dass sie noch atmet, aber. Du lebst mehr! Aber die droppen nicht nur Cola-Dosen, sondern auch Schokoriegel. Ich sehe das gar nicht. Wo siehst du denn Cola-Dosen? Ich habe nur Zähne von denen. Bei der, eben zum Beispiel bei der Frau, lag neben ihr ein Schokoriegel. Und hat sie einen genascht, so ein Snickers, ne? Ey, das finde ich richtig nice. Snickers! Bei mir ist das aber nicht so. Ich finde das ein bisschen komisch, was du da siehst. Was hast du für Medikamente genommen? Guck einfach mein Let's Play. Ey, die Cola-Dosen, die liegen noch am Strand hier. Nee. Hab ich vorhin die ganze Zeit eingesammelt, die Dosen. Ja, das auch. Aber immer wenn ich Gegner getötet habe, sind entweder aus denen die Dosen rausgedroppt oder Schokoriegel. Okay. Ja, das ist mir eben auch aufgefallen bei der toten Frau. Die hat den Schokoriegel gehabt. Und The Forest sieht ja auch echt schick aus, ne? Ja, kann man nicht meckern. Es glänzt alles immer ein bisschen, aber... Was ich allerdings schade finde, ist beim Multiplayer, dass die Baumstämme nicht leuchten. Weißt du? Das ist so wie im Singleplayer. Ich glaube, das ist aber auch einfach noch nicht implementiert, würde ich mal behaupten.
Oder Absicht. Aber das war aber auch so, eigentlich am Anfang so. Bei mir und Marco war das nämlich so, dass die geleuchtet haben. Warum? Dann haben sie es wieder rausgepatcht, die Penner. Es wird dunkel, Leute. Wir müssen unsere Behausung langsam fertig kriegen. Warum ich will hier nicht unter den Sternen schlafen. Ja, es nimmt ja langsam Formen an. Ne? Es nimmt ja langsam Förmchen an. Backförmchen zum Beispiel. Leute, 53 haben wir schon von 89. Es geht halt ein bisschen schneller, wenn man zu dritt ist. Diese drei Feuersachen, die wir hier gebaut haben, sind auch für mich voll die Todesfalle, weil ich da immer gerne wieder reinläufst. Du musst ja aufpassen, da musst du ganz gewitzt sein. Da. Ja, aber wenn ich so mit voll bepackten Händen, weißt du, unterwegs bin, dann geht das. Oh, da rollt mein Baumstamm. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Läuft. Ja, wo sind denn meine Baumstämme? I don't know. Kann mir das jemand verraten? Tut mir leid, ich habe sie gegessen. Hat's geschmeckt? Ja, ein bisschen holzig, ne? Aber ansonsten eigentlich ganz knorke. Leute, habt ihr meine Baumstämme gesehen? Nee, ich habe deine Stämme nicht gesehen. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Zuschauer, habt ihr meine Baumstämme gesehen? Zeigt mir das mal. Ansonsten fällt doch einen neuen Baum und vielleicht finden sich dann irgendwann die anderen wieder. Schildkröte, hast du meinen Baumstamm gesehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur drei Baumstämme waren, die dieser Baum gegeben hat. Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe schon wieder keine Ausdauer. Ja, ich muss auch langsam essen. Kann man nicht auch Fische angeln oder so? Wenn du einen Speer hast, ja. Ich esse einen Riegel. Ich habe ja unendlich viele. Ja, ich auch. Ich habe nur eine Soda hinterher. Wie unendlich viele? Ich habe nur einen. Ja, weil die Koffer hier immer wieder spawnen, deswegen habe ich unendlich viele. Ich habe da nie Riegel drin, ich krieg wenn dann von den Eingeborenen. Lecker Futter. Lecker Futter. Yummy. Hier rollen Baumstämme. Hier. Kann das sein, dass wir obwohl, wir machen jetzt erstmal die Hütte fertig. Reiß die Hütte ab. Ein Stein. Steine sollte man immer mitnehmen, weil die anscheinend nicht so häufig sind, habe ich das Gefühl. Steine sind Schweine, ja. Mhm, das auch. Ey, das sieht so geil aus von hier hinten, wenn du den Baum fällst. Das sieht echt aus wie Funken. Ich habe da so eine Superkraft, das wollte ich eigentlich nicht verraten. Bist du das Funke, Mariechen? Ja. herrlich. Oh, schön. So. Ach, noch ein Koffer. Kika-Koffer, dich hau ich kaputt. Yay, mit dem Schokoriegel. Marco, ich werde nicht die verhungern, Zeit? Die Koffer spawnen hier. Ich gar nicht. Stehst hier die ganze Zeit bei mir und isst? Aber ich glaube, das machst du schon die ganze Zeit. Oh, nur am Essen, der Kerl. Alles. Hier ist eine Usche am Jetzt Essen. Jetzt esse ich. Nein! Eine Usche? Usche, jetzt haut's ab. Ich glaube, wir haben denen gezeigt, wer hier der Boss ist. Ja. Buyakasha. Die hauen. Buyakasha. Da kommt sie wieder. Hallo, du bist so blutverschmiert. Was hast du denn gemacht? Das ist die Inge, das ist meine Freundin. Die Inge hat auch ein Faible für Möwen, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, komm mal her, das Feuer machen wir mal. Sie hat einen gepflegten Möwenfetisch. Aber einen gepflegten. Einen gepflegten. Komm, machen wir das Feuer an. Ich glaube, die Möwen sind unsere Freunde, sie greifen sie an. Geil, Alter. Hast du Hunger? Ja. Achso, du meinst, du redest. Ja, du Inge. Redest mit Inge, meiner Verlobten. Inge, hör auf damit. Inge, ich schenk dich an meine Schlinge. So. 64 Loks. Ah, weißt du was? Hier ist nichts mehr mit Freundlichkeit. Schluss hier, Inge. Ich mach Schluss. Ist sofort umgefallen, du, ey. Nee. Wow, jetzt hat sie aber echt ein. Jetzt ist sie tot. Und sie hat wieder einen Schokoriegel gedroppt. Du da immer bekommst. Es ist so geil, ey. Ich hab noch keinen bekommen. So, Blut abgewaschen. So, weiter geht's. So, ich nehme jetzt einfach die Baumstämme hier mal. Das kann ich ja nicht mit ansehen hier. Ja, das waren die, die ich eben... Das war echt... ich musste halt mich um Inge kümmern, weißt du? Wenn die aufmuckt,
Also ich habe ihr gesagt, sei lieb. Vorhin habe ich zu ihr gesagt, als wir noch zu Hause waren, mit den Möwen gespielt haben. Ich habe gesagt, sei lieb, aber nee. Kann ja nicht sein, ne? Ja. Oh, hier habe ich einen Baumstamm gefunden. Das sind doch meine alten, oder? Das kann natürlich sein. Meine alten. Deine alten, ey. Marco ist bei Inge. Hier sieht er den Mösen. So. Mösen? Ich wollte noch ein anderes Wort nennen. Ich wollte Möwenmassakrierer sagen. Ja. Der Mösenmassakrierer. Das passt ja jetzt zu mir, der Mösenmassakrierer, was ich mit Inge gemacht habe. Das war ja. Au, 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 Leute. Oh. Ey, ich erzähle mal wieder einen Stuss hier. Bei mir gehen die Standing-Feuer sofort aus. Ich weiß nicht warum. Als wären da keine Blätter mehr drin und sowas. Aber ich habe Blätter, aber ich kann sie nicht nachschmeißen. Das ist merkwürdig. Oh, da ist schon wieder jemand. Der hat Hunger. Wir locken die echt an mit unserem Leichenschmaus hier vor der Tür. Ja, aber wir haben mal bald das Häuschen fertig und dann können die uns. Ah, hier sind zwei Baumstämme. Ich helf dir mal. Ja, das sind meine gewesen. Ja, oh, stimmt, jetzt sind sie bei mir auch aus. Ich mach sie mal an. So. Ey, du da. Hör mal auf damit. Klaus ist jetzt auch da. Er vermisst Inge. Das ist der Ex von ihr. Oh, Inge. Klaus! Was willst du, Klaus? Ich hab sie getötet! Lass uns in Ruhe! Nimm sie mit! Klaus! 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 Lässt du mich in Ruhe? Klaus! Okay, jetzt bist du tot, Klaus. Hast du denn ja nichts über. Oh, die holen jetzt Verstärkung. Ja, das waren die Eingeborenen, die Eingeborenen. Die haben uns noch gar nicht besucht, ne? Nee, die haben uns noch. Nee, die sind nicht so wild drauf, wahrscheinlich. Die sind schüchtern. Ja, die sind halt, ne? Ach, scheiße. Die haben es nicht so mit Menschen. Nee. So. Die sind ja auch seltener gemacht worden, ne? Also es gibt nicht mehr so viele, habe ich gehört. Weiß ich allgemein gar nicht. Eingeborenen. Weiß ich gar nicht. Die reduziert haben. Jetzt habe ich jetzt einen Stein in der Hand. So. Ich glaube, ich kümmere mich nochmal um Inges Kopf. Inge? Ja, Inges Kopf. Kommt an die Wand bei uns. Ja. Meine Ex. Klaus. So. Klaus? Und dann kommt Klaus, das ist auch Inges Ex. Ah. Mir tut die Hand weh. Ich werde zu alt fürs ich laufe, Spielen. Ich bin ich einfach. Laufe. So. Das ist schon zu anstrengend, ne? Ja, das, ich habe Krampf in der Hand. In meiner Tastaturhand. Ich weiß auch nicht warum. Warum habe ich eigentlich das Feuerzeug in der Hand? Ich habe doch den Tauchanzug an. Ich sehe doch alles. So. Marco, was machst du da im Wasser? Ey, wieso habe ich denn jetzt schon wieder keine aus? Hake ohne Ende. Ich hake ohne Ende. Also ich kann nicht mehr so flüssig spielen. Oh. Gar nicht mehr. Ja. Gar nicht mehr. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal wieder einen Folgenboys. Warte, Scheiße. Ey, du bist umzingelt. Ich weiß. Klaus hat seine Brüder gerufen. Oh, ich habe auch gar kein Jungen. Telefon. Na klar, die nehmen das Busch-Telefon. Oh. Naja. Leute, das ist jetzt ist auch wieder Ende hier. In der nächsten Folge werden wir hoffentlich endlich unser Domizil hier fertig kriegen. Klaus und Inge werden in Frieden ruhen. Und sie ja. werden gerade gegessen. Ah ja, das ist doch Wiederverwertung, ja. ne? Wir werden auch in den nächsten Folgen mal unsere Festung hier ein wenig mehr ausbauen. Und vielleicht die da, die schöne. Mhm. Ja, und wir hoffen, es hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit einschaltet. Richtig, also, dann... Also, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.